Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Mr. Dreibein YouTube-Kanal. Mein Name ist Peter Wilhelm und heute geht es hier um, warum dich dein iPhone 12 töten kann. Ja, hört sich ein bisschen an wie Clickbaiting, ne? Gibt ja ganz viele YouTuber da draußen, die immer wieder mit irgendwelchen ganz plakativen Texten auch auf diesen kleinen Video vorschauen, um Klicks buhlen. Und der absolute Wahnsinn, das Ende meines Kanals, ich habe euch betrogen und belogen. Und wenn man dann in das Video reinklickt, dann kommt von alledem gar nichts. Ja? Aber tatsächlich, ein iPhone kann einen Menschen umbringen, und darauf ist jetzt die American Heart Association gestoßen, also die Gesellschaft für Herzerkrankungen und die Behandlung von Herzkrankheiten in den Vereinigten Staaten. Und die Entwarnung für alle: dein iPhone kann dich natürlich nur dann töten, wenn du einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator trägst. Ein Herzschrittmacher ist ein Gerät, das in deinen Körper, meist hier so unterhalb des Schlüsselbeins, eingesetzt wird und das dafür sorgt, dass ein zu langsam oder unregelmäßig schlagendes Herz durch kleine Stromimpulse gleichmäßig im richtigen Rhythmus schlagen kann. Ein Defibrillator hingegen macht genau das Gegenteil. Das sorgt dafür, dass ein zu schnell schlagendes Herz mit einer Tendenz so zum Kammerflimmern in einem langsamen Takt, der also gesund ist, schlagen kann. Diese Geräte liegen dicht unter der Haut, unter dem Speckgewebe hier in diesem Bereich, und dann geht von da aus ein Kabel in eine oder auch in beide Herzkammern. Und man hat natürlich schon immer Herzschrittmacherträger davor gewarnt, ihr Handy in der Hemdtasche zu tragen. Und viele erinnern sich sicherlich auch noch daran, dass man früher, also vor 10, 15 Jahren, in Krankenhäusern überhaupt gar keine Smartphones mitnehmen durfte, weil die dort arbeitenden medizinischen Geräte unter Umständen durch die Funkstrahlungen, die von so einem Smartphone ausgehen, nachteilig beeinflusst werden können. Das hat man mittlerweile im Griff, und ich sehe in allen Krankenhäusern eigentlich auch permanent Ärzte mit einem Handy am Ohr herumlaufen, und jeder Patient ist ja auch froh, wenn er seine Zeit im Krankenhaus mit einem Handy oder einem Tablet überbrücken kann, indem er also von dort aus dann mit seinen Bekannten und Verwandten in Kontakt bleiben kann oder indem er sich die Langeweile durch herunterladbare Bücher oder Hörbücher oder Spiele ein bisschen verkürzen kann. Und deshalb sind Handys heutzutage lange nicht mehr so schädlich für diese medizinischen Apparate. Einmal hat man von Seiten der Handyhersteller da einiges getan, aber auch natürlich von Seiten der Apparatehersteller. Die modernen Geräte sind nahezu alle in Krankenhäusern sicher gegen den Einfluss von Handystrahlung. Jetzt hat aber Apple mit dem iPhone 12 was Neues auf den Markt gebracht. Bei mir sieht man das relativ deutlich. Ich habe da noch so eine Hülle drum, die das hier ein bisschen deutlicher macht. Das ist das sogenannte MagSafe. Vielen erschließt sich gar nicht, was es mit dem MagSafe auf sich hat, und so richtig in Fahrt gekommen ist die Idee, die seitens Apples und auch anderer Hersteller dahinter steckt, hierzulande noch nicht.
MagSafe ermöglicht anhand eines Magneten, der hier auf der Rückseite in das Gehäuse des iPhones eingebaut ist, dass man so einen runden Ladestöpsel einfach so magnetisch da hinten dran kleben kann. Das ist in meinen Augen jetzt gegenüber dem einfachen Auflegen auf so eine QI-Schnittstelle, also auf irgendein kabelloses Induktionsladegerät, kein besonders doller Vorteil. Beim Auflegen auf so eine Ladestelle muss man halt ein bisschen mit der Position gucken, dass das auch richtig Kontakt hat und dass das auch richtig lädt. Und bei dem MagSafe muss man das natürlich nicht, das hält man einfach so über das Ladeteil drüber und dann klebt das so magnetisch an. Es wird aber natürlich noch viel mehr weitere tolle Anwendungen für dieses MagSafe geben. Es wird Autohalterungen geben, indem man das iPhone einfach so hineinlegt. Es wird dann magnetisch gehalten, muss dann nicht mehr festgeklemmt werden und gleichzeitig dann auch geladen, wenn man das so möchte. Und so bieten sich auch für den Schreibtisch ganz neue Ladegeräte an, wo das iPhone dann schick so in der Luft schwebt an einem Ladearm, der eben magnetisch mit dem iPhone verbunden ist. Des Weiteren kann man hier auch noch so verschiedenes Zubehör, Huckepack hinten drauf machen. Für all das soll MagSafe gut sein. Ich muss sagen, wenn das iPhone das nicht hätte, wäre es mir genauso lieb. Also mir erschließt sich so diese grandiose Idee dahinter nicht. Aber jetzt hat eben die American Heart Association, diese amerikanische Herzgesundheitsorganisation, festgestellt, dass ausgerechnet dieser Magnet Herzschrittmacher und Defibrillatoren negativ beeinflussen kann. Und zwar kann man von außen diese Herzschrittmacher und einige Defibrillatoren aufladen, also mit Strom versorgen, induktiv. Und man kann auch bestimmte Werte aus dem Herzschrittmacher auslesen und neue Werte einprogrammieren. Das alles geschieht drahtlos durch die Haut, auch mittels einer induktiven Übertragung. Und es ist natürlich klar, wenn ich hier so eine Induktionsspule, die sich ja hinter dem Magnet auch dann verbindet, in die Nähe dieses magnetisch funktionierenden Apparates unter der Haut bringe, dass es da zu Störungen kommen kann. Ja, Apple weist inzwischen in einer Sicherheitsmitteilung auch auf diese Problematik hin. Und es ist aber trotzdem so, dass viele Betroffene das überhaupt noch gar nicht wissen. Denn die Leute, die Herzschrittmacher und Defibrillatoren tragen, das sind ja nicht ausschließlich, aber vorwiegend dann doch ältere Menschen, die gar nicht so oft ins Internet gehen und sich mit den neuesten Informationen dort versorgen. Das soll kein Seniorenbashing sein, denn ich weiß, dass ganz viele auch hochbetagte Menschen mit Begeisterung und großem Können auch im Internet unterwegs sind und ihren Computer bedienen können. Aber Tatsache ist, dass junge Menschen doch eher so Perma-Handy kontaktiert sind als ältere Personen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass alle betroffenen Personen erfahren, dass wenn sie einen Defibrillator oder einen Herzschrittmacher tragen, sie möglichst das Handy, wenn es über eine MagSafe-Ausstattung verfügt, nicht in die Nähe dieses Gerätes bringen. Ein Mindestabstand von 20 bis 30 Zentimetern sollte eingehalten werden. Also ist hier diese Hemdtasche, an Herrenhemden beispielsweise, der völlig falsche Platz. Auch die Innentasche vom Jackett ist kein guter Platz für das iPhone. Am besten, man bewahrt es so weit wie möglich von dem medizinischen Gerät entfernt auf. In Versuchen, die durchgeführt worden sind in einer kleinen Fallstudie, wurde festgestellt, dass also in der überwiegenden Zahl von Fällen durch das Auflegen eines iPhones auf
die Geräte ein Abschalten der normalen Funktion erreicht werden konnte. Die Geräte gehen in sogenannten Magnetrevisionsmodus und können da auch nur wieder von medizinischem Fachpersonal dann rausgeholt werden aus diesem Modus. Und nur dann und erst danach funktionieren sie dann wieder so, wie sie sollen. Und diese Versuche sind sowohl in vivo als auch in Packungen durchgeführt worden, also im lebenden Körper bei Personen, die sich für diese Versuche zur Verfügung gestellt haben unter klinischen Bedingungen, als auch mit nagelneu verpackten Herzschrittmachern und Defibrillatoren. Selbst bei den original verpackten konnte durch Auflegen eines iPhone 12 bei mehr als der Hälfte der Geräte die Funktion negativ beeinflusst werden. Also kein Clickbaiting, ist es tatsächlich was dran. Dein iPhone kann dich töten, wenn du einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator trägst und so ein iPhone oder ein anderes Gerät mit diesen Induktions-MagSafe-Gedöns da besitzt. Sollte man möglichst weit davon entfernt aufbewahren. Ja, ist halt doof, dass das ausgerechnet Apple wieder trifft, ne? Die sind ja bei diesen Tags, die sie da jetzt anbieten, auch gehörig in die Schusslinie geraten. In Australien werden die Dinger im Moment gar nicht verkauft, weil es keinen Batterieschutz gibt. Das heißt, die darin befindliche 2032er Knopfzelle kann relativ leicht rausgenommen und auch von Kindern verschluckt werden. Kinder scheinen ja permanent Batterien zu verschlucken. Und diese Batterien sind zu groß, um in den Magen-Darm-Trakt zu wandern, sondern die bleiben im Ösophagus, also hier im Kehlkopfbereich, stecken, können dort, weil sie ja elektrisch geladen sind, eine Reaktion auslösen durch den Stromfluss, sodass Säure produziert wird, die dann eben diese Speiseröhre und den Kehlkopf erheblich beschädigen können. Und das kann bis zum Tod des betroffenen Kindes führen. Also ist das mit dem Verschlucken von Batterien gar nicht so albern, wie man das immer meint, nicht? Und viele denken, ja, ich passe einfach auf, dass meine Kinder keine Batterien verschlucken. Aber Kinder machen sowas schnell. Die machen sowas, auch wenn keiner zuguckt, und können dann oft aufgrund des jungen Alters das noch gar nicht mitteilen, was passiert ist. Also sollten Geräte, die so kleine Batterien enthalten, immer so gebaut sein, dass nicht der Batterieschieber sofort aufgeht. Bei vielen Geräten ist es ja heute auch erforderlich, dass man so einen kleinen Schraubenzieher braucht, um überhaupt das Batteriefach öffnen zu können. Das ist eben bei den Tags da von AirTags von Apple nicht so. Die kriegt man durch leichte Drehbewegung auf. Dann ist die Batterie draußen und dann kann halt Schlimmes passieren. Und deshalb werden sie halt in Australien Down Under nicht verkauft. Und das passiert einem Unternehmen, das sich die Gesundheit seiner Kunden auf die Fahnen geschrieben hat, nicht? Denn gerade mit der Apple Watch und den neuen iOS-Versionen kommen ja immer mehr Gesundheitsthemen in das iOS hinein. Und wir können davon ausgehen, dass Apple bald auch so weit ist, dass sie Ohrhörer auf den Markt bringen, die so wie das bei anderen Herstellern schon der Fall ist, noch mehr Hörgerätefunktionen bieten, um eben diesen Riesenmarkt der Hörgeräteindustrie nochmal so von hinten aufzurollen. Und wir können mittlerweile mit dem iPhone ja schon Herzfrequenz messen, wir können ein kleines EKG herstellen mit einer Ableitung, wir können alles Mögliche damit schon messen und innerhalb dieser Health-App vom Gewicht bis hin zum Blutzucker alle möglichen Daten erfassen. Es wird gemunkelt, dass Apple bald mit einem iPhone auf den Markt kommt, mit dem man mit einem kleinen Zusatzgerät dann auch Blutzucker wird messen können und. Also Gesundheit ist eines der Hauptthemen, dem sich Apple da widmet.
Und da sollte man dann doch ein bisschen davon ausgehen, dass die bei der Auslieferung ihrer Produkte oder besser gesagt vor der Auslieferung ihrer Produkte sich über sowas auch Gedanken machen, ne? Nämlich, dass man aus den Geräten keine kleinteiligen Sachen herausnehmen kann, wie zum Beispiel die Batterien, und dass man natürlich mit so einem Handy, mit dem Magnetinduktionsgedöns hier nicht Herzschrittmacher abschaltet. Da muss also nachgearbeitet werden. Apple tut das unter Hochdruck, aber bis jetzt gibt es da noch keine Lösung. Es kann also nur jedem geraten werden, gebt die kleinen AirTags nicht an Kinder und haltet diese Dinger von euren Herzschrittmachern und Defibrillatoren fern. Das war's für heute. Das wollte ich euch erzählen. Bis zum nächsten Video hier auf dem Mr. Treiber YouTube-Kanal. Tschüss, euer Peter.